viele von euch gewünscht, dass ich so eine Art Deko-DIY-Video mache. Weil ich aber nicht gerade viel Material daheim hatte, habe ich mich einfach ein bisschen von mir selbst inspirieren lassen und mein Zimmer ein bisschen herzlich dekoriert. Und das wollte ich heute euch in diesem Video zeigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefällt. Und dann will ich das Intro gar nicht so lang halten und wir fangen gleich an. Ich beginne erstmal damit, dass ich meinen pinken, sagen wir mal, Sommerteppich rauszuhe und so ein schönes Flauschfell von der IKEA, ich glaube, das kostet 10 Euro, einfach auf den Boden lege. Ich finde, es sieht gleich viel gemütlich, herbstlicher aus. Ja, genau, besser als ein pinker Teppich auf jeden Fall. Und meinen Wohnzimmer, also meinen Zimmertisch, habe ich dann einfach mit einer roten Tischdecke ein bisschen aufgepeppt, so ein kleines Holz, Accessoire draufgelegt, so aus Holz, Imitat, eine Kerze, so ein kleiner Teller und halt rundum Deko. An meinem Schminktisch habe ich einmal eine neue Lichterkette befestigt. Das ging nicht so gut zum Filmen, weil die mir andauernd runtergefallen ist. Aber ich finde sie wirklich wunderschön, wenn es dann dunkel im Zimmer ist und um den Spiegel die Lichterkette ist. Dann habe ich ein Körbchen mit meiner Schminke gefüllt. Das sah auch ganz schön aus. Und um mein eines Körbchen, wo meine Pinsel drin sind, eine Schleife rum. Und ja, finde ich sehr schön und sieht sehr herbstlich aus, wie ich finde. In meiner Kommode habe ich auch wieder eine rote Tischdecke drauf und habe dann dieses blumenpinke Gefäß mit diesem braunen Körbchen ausgetauscht, was ich sehr schön fand. Da waren jetzt meine Kopfhörer, mein Schlüssel, ich glaube noch ein Labello und alles drin, aber da kommen dann natürlich noch weitere Sachen rein, einfach die wichtigsten Dinge, die man, bevor man weggeht, braucht. Und ich finde sehr schön die Idee, einfach dieses Körbchen gegen das andere austauschen. Und dann habe ich einfach noch eine grüne Kerze genommen und die dazugestellt. Dann habe ich eine Obstkiste genommen, die mit ein bisschen Geschenkpapier, das war jetzt so ein braunes Geschenkpapier, umklebt, weil da so eine Schrift stand. Und habe sie dann einfach mit Sachen gefüllt. Zum Beispiel habe ich einen Teller mit weißen Steinen aufgefüllt, habe die dann mir zurechtgelegt und habe dann eine große, lange und eine dicke, kleine Kerze darauf gestellt und in die Kiste habe ich dann einfach noch so grünes Kunstgras oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt und halt noch ein paar andere Sachen reingestellt. It's not a walk in the park to love each other. And when the fingers interlock, es war zwar kurz, aber ich hoffe trotzdem informativ und cool für euch. Ich habe mir sehr viel Mühe beim Drehen und Bearbeiten gegeben. Ich weiß, es ist noch nicht perfekt, weil ich ja das neue Bearbeitungsprogramm erst bekommen habe. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare weitere Herbst- oder schon Wintervideos, Videowünsche posten. Und jetzt kommt ihr noch zu meiner Endcard. Da findet ihr links, rechts von mir. Ja, links von mir. Ihr seht es jetzt rechts. Mein letztes Video und dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Bis Sonntag. Tschüss.